Die Verkehrsminister von Bund und Ländern, sie wollen also ein 49-Euro-Ticket als Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Doch noch immer ist der Finanzierungsstreit nicht geklärt. Man muss sich weiterhin versuchen zu einigen. Die Länder pochen weiter auf mehr Geld für den Erhalt und den Ausbau des ÖPNV. Bundesverkehrsminister Wissing sagte, diesbezüglich sei man nicht nah genug beieinander, um es ohne die Finanzminister und die Ministerpräsidenten zu machen. Über die Finanzierung sollen sich deshalb nun die Länderchefs und der Bundeskanzler Olaf Scholz bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz verständigen. Also, da hat es beim letzten Mal ja schon gehakt. Mal sehen, ob sie diesmal zu einer Einigung kommen. Aber das Ganze ist jetzt tatsächlich Chefsache geworden.